Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit MechWarrior 5 mit dabei, wie immer dabei, Lee, und weiter geht's. Hallo. Oh, ich drücke immer Escape anstatt Tab. Ich weiß auch nicht. So, alles repariert. Nächster Auftrag, los geht's. Nimm ihn ihr Spielzeug weg. Wir sind jetzt hier weitergeflogen und zwar nach von DeBerry. Ne, warte, wo waren wir nur? Wir waren da und dann sind wir nach Anguilla. Anguilla. Hi. Okay. Komm, ich gebe ihm jetzt mal den, hier, den hier. Weil der hat 4M-Laser. Vielleicht mehr mitmachen. Und dann jedes los. Kaserne, Markt, hier ist nix. Weißt du nie. Der ist immer im Markt der Locust. Ist das irgendwie so ein Systemmarkt oder so? Ich. Boah, gute Frage. Ich kann es nicht sehen, leider. Kaufen. Ja, ich glaube, der Locust, der ist halt einfach. Überall. Jeder hat einen Locust. Ja. Das ist halt so der Volksmeck. Also. Nee, ist dieser andere, der aussieht wie eine Tonne. Der Jägermeck? Der ist selten. Ah. Der Locust, das ist so dieses. Keine Ahnung. Weiß nicht, was du dann. Weiß ich nicht. Okay, bereit. Achso, bei mir lädt es ja irgendwie immer länger. Du lädst noch. Ja, ich verstehe auch nicht. Komm, ich habe dir noch andere Namen gegeben, aber das wird dir nicht angezeigt, wie die heißen. Details. Schwer, überschwer. Bin ich immer gespannt. Boah, ich hätte gerne so ein. Also ein Catapult fände ich ja gut. Allrounder, ja. Nee, der ist. Ja, Range. Aber. Ja. Oder. Ich meine, den hat immer jeder dabei. Boah, es gab so ein. Ist das nicht auch ein Jägermeck, der diese riesen langen Kanonen an den Seiten hat? Diese. Ja, halt eine Tonne und Kanonen an den Seiten. Ja, genau. Ist das unser Schiff, was da droppt? Nee, da hat einer was gedroppt. Das ist ein Locust, lol. Wow. Lol. Was schießt denn noch auf uns? Oh. Oh, Alter. Ach, das sollen wir verteidigen, kann das sein? Erreicht Checkpoint Alpha, um die Station einzurichten, um deine Station. Okay. Also nicht auf die Gebäude schießen. Ausnahmsweise mal nicht alles zerstören. Na gut. Hallo, nicht alles zerstören. Irgendwas schießt aber auf uns. Ach, das ist gar keiner von uns, die Zikada. Nee, das ist ein Verbündeter. Glaube ich, der. Alles kaputt. Ihr müsst meine Stadt beschützen, Bam. Alter, der hat eine PPC drin, krass. Du kannst mal gucken, ob die PPC in die Nee, geht nicht. Das ist alles nicht angezeigt bei dem. Sehr seltsam. Ja. Bei einem nee, PPC hab ich keine. Ich hab eine P Dingensbums. Bogies auf. Scheiße, es gibt nicht mal eine Kompassanzeige. Doch, Osten. Gibt's. Warum fliegen die rückwärts? So wie dem anderen. Da kommt ein Mech. Wieder ein Lapus Locus. Bin ich froh, wenn die nicht mehr auftauchen. Da ist noch einer. Target acquired.
Oha. Ich kann mal hinten die Panzer wegmachen. Ja. Oh, wieder ein Locust. Können die Leute nicht wenigstens ein bisschen ansatzweise Moral haben? So, ey, ich bin Locust, da greife ich da nicht an. So. Nee. Noch oh, Ball. Shit! Jetzt hab ich nur meinen eigenen getroffen, weil ich die ganze Zeit immer nur aufs Radar auf die... Oh Mann, ey, es war wieder teuer. 20 Locus. Okay. Ich bleib hier einfach stehen, die sind mir zu schnell, dass ich auch rumlaufe. Noch einer. Wir versuchen den einen zu treffen und im Hintergrund gehen die ganzen Gebäude kaputt. Er läuft irgendwo an dem Gebäude vorbei und das Gebäude stürzt ein. Weil Additional amount earned. Oh shit. Wow. Das ist die Tonne. Das ist die Tonne. Nee, das ist nicht. Das ist die laufende Tonne. Desto mehr der kaputt ist, desto einfacher wird es ihn zu kaufen, ne? Aber ich hab nicht so viel Salvage, weißt du? Ich kann da nicht. Ja, aber den brauchen wir. Ich hoffe, den kriegen wir. Wir können extracten. Stay frosty, hier kommt noch ein Mech. Der da. Target destroyed. Bam. SRM sind echt geil. Ja. Markus, Schreckraketen. Ich brauche mehr davon. Wir sollten jetzt mal. Wow. Target acquired. Genau das. Target. Hostiles are escalating their assault on your position, Commander. Be careful. Zum Stück. Wir können jetzt so lange bleiben, wie wir wollen, glaube ich. Acquired. Gibt halt Zusatzkohle, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sollten gehen, oder? Okay. Ach ja, komm, wir gehen zum Schiff. Tangos appear to be bringing in additional reinforcements. Brace yourselves. Hier geht's nämlich jetzt immer weiter. Ja. Da ist noch ein Kommando hinter uns. Sollen wir gehen oder den wegmachen? Ich würde gehen. Ja, lass uns gehen. Der holt dich eher ein, wenn er will. Erledige mehr gegnerische Streitkräfte und erhalte eine zusätzliche Bezahlung. Ja, okay, komm. Ich habe nur laut vorgelesen, aber okay. Sind aber noch mehrere kleine Mechs. Oh, das war unser Verbündeter. Echt? Das war der. Oh, wir haben den Mech verloren. Der ist auch nicht mehr mitgekommen. Noch sehr langsam. Arsch. Fuck, vielleicht der Pilot ist tot. Das ist egal.
Der war ja billig. Ach, nimm den, der kostet gar nichts. Oh wow, hinter uns. Okay, komm weg. Oh, da kommt. Nee, der kommt jetzt direkt hier vor uns, den müssen wir wegmachen. Zwischen uns und den. Oh, Scheiße. Wir sollten uns verpissen. Mach erstmal den kleinen. Oder was ist denn der große für einer Zenturion? Versuche hinter den Zenturion zu kommen. Ich glaube, der Fokus für mich. Ja. Wow. Und zwei Hubschrauber. Ja, ich mach die Hubschrauber. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Boah, jetzt weg hier. Ja, du hast noch einen Locust hinten am Arsch. Den machen wir jetzt weg. Okay. Boah, bloß weg hier. Oh, Scheiße. Was? Assassin, what the fuck? Einfach Vollgas, du müsstest zur Dropzone kommen, ist egal was ja, ist. Mann. Drei kleine, vergiss es. Ein Arm weniger. Wo bist du? Oh. Wow. Alter, Junge. Was sind das für seltsame Missionen? Ja, aber das war jetzt schon cool, aber das war schon cool, aber es ist doch trotzdem seltsam. Ich hoffe, jetzt gibt's ein bisschen Salvage. Der Urban Mech wäre halt. Ja. Das ist halt so eine Art Jäger-Mech. Ah. Ja, das war die laufende Tonne. Ah. So, guck mal, was von uns Max noch übrig ist. was ist denn der Max? Der kostet 6 Anteil. Wir haben das. So, Sound, ja, wir haben nur 2. Du musst unbedingt Salvage nehmen gleich. Ja. Nicht so viel Kohle, immer Salvage. Ja, okay. Aber das geht auch nicht immer so viel. Gut. Ja, aber guck mal. Du nimmst ich weiß halt schon, was Kohle, du meinst. Du kriegst 300.000. Ja? Ja. Und wenn du Salvage nehmen würdest, dann würdest du halt 1,5 Millionen kriegen. Nee, ich habe einfach zu viel Battletech gespielt. Deswegen irgendwie. So, okay. Mhm. Sagen wir jetzt nur noch Salvage, wir machen nur noch Salvage. Lebt der noch? Hat der überlebt? Also jetzt sind wir gleich. Der Typ hat überlebt. Der hat überlebt, hat sich vielleicht rausgeschnitten, ist verletzt. Mhm. Okay. Ja, das kann sein. Der kann, ja, raus, ja. Wie viel haben wir noch? Wir haben 2,8. Pass auf, ich mache jetzt mal Reparatur und dann fliege ich nochmal zu so einem Marktplatz. Dann holen wir nochmal 9. Oh Mann, der ist rot, scheiße. Ne, erst die Ausstattung. Ne, ich muss jetzt reparieren. Oh, ich habe die AK-10 verloren. Scheiße. Ist etwas very teuer, ja. Reparieren wir erstmal. So, Sternkarte. Du kannst auch nicht die Sternkarte sehen, ne? Das geht auch nicht. Wenn du oben zum Sternkartentisch läufst oder so. Nee, das geht nicht. Dann fliegen wir nochmal zurück zum. Ist ja Gott sei Dank nicht so teuer. Ist nicht so wie bei Battletech, wo du irgendwie. Direkt bankrott bist. Ich würde gerne unser Landungsschiff irgendwie mal einfärben. Das geht aber gar nicht, ne? Man kann nicht die Farben des Outfits ändern, glaube ich. Ist eigentlich schade. Markt. Markt. Inventar. Markt. Ausrüstung. Halbe SL, achso, Inventar. Kaserne. So, dann nehmen wir mal mit. Finally!
Alter, da ist einer, der hat so eine Tonne als Helm. Das ist bestimmt aus dem, das haben sie bestimmt 1:1 aus dem Battletech-Universum genommen. Der sieht aus, als wenn er eine Tonne am Helm hat. Der sieht aus wie dieser Urban Mac. Mach doch. Nur als Helm. Wer muss mit? Captain Johnson. Buckethead. Das sieht ja geil aus. Kannst du mir einen neuen Mac kaufen? Ich kann dir einen Firestarter holen, das ist alles. Nee, ist nur ein Firestarter, sind nur kleinere. Ich bin auch die ganze Zeit im gleichen. Ja. Na und? So, jetzt gehen wir kurz mal reparieren. Ne, warte, austauschen. So, der hat dem fehlen Waffen. Aber wir gehen erstmal unsere Ausstattung. Ja, der ist kaputt. Kaputt? Schade. Autokanone 10. Ich brauche eine neue Autokanone 10. Oh, oh. So, dann habe ich noch Ersatz. Der Rest ist drin. Munition. Ich könnte eigentlich ein bisschen... Ich könnte auch die Raketen rausnehmen und dann irgendwie noch eine Kanone in den anderen Arm. Da würde ich aber nicht. Die Raketen sind dann super nützlich gegen... Raketen leider nicht. Ja, stimmt schon. Hast ja recht. Und halt Panzer, ne? Oder alles, was halt indirekt schießt. Ja. So, das ist repariert. Umrüsten. Dann jetzt der... Du, bei dir ist alles Roger, ne? Ja, ich bin hier... Du bist... Blanco. Blanco. El Diablo. Dann haben wir noch den... Den hat's erwischt hier. Oh ja, die Sprungdüsen, aber die werde ich auch nicht mehr neu rein... Bah, komm, ich tue die Sprungdüsen bei dem Ei. Ein M-Laser weg. Und ein Wärmetauscher ist Fritte hier, okay. Neuen Wärmetauscher rein. Woran sehe ich denn, ob ich da überhaupt noch was reinsetze? Dann geht sowieso nichts mehr. Dann pass auf, dann machen wir da. Oh Mann, das ist aber... habe ich hier irgendwo noch was? Da. Ach, dann ist das halt jetzt so. Panzerung entfernen, verwerfen. Ne, machen wir jetzt umrüsten. Start. Warten. Ach, hätte ich jetzt fliegen können. Hätten wir auch. Ah. Okay, dann fliegen wir jetzt nach Brunndage. Los geht's. Tage vergangen. Das sieht wenigstens cool aus. Ich meine, die Typen, die diese Raumschiffe herstellen, die müssen Vermögen machen. Ja. Und diese Mechs und so. Naja, die wussten zu der Zeit auf jeden Fall, wie man Mechs baut. Die halten auch einfach mal für immer. Sei unser Schild. Das ist auch cool. Das ist für Kita Dingensbummens. Machen wir erstmal unterwegs. Schrottanteile. Geht leider nur 2. Ich glaube, angeblich kann man das irgendwie leveln, aber... Keine Ahnung. Ich habe mal... Ich weiß es nicht. Verbleibende Verhandlungspunkte. 2. Ich kann aber gar keine mehr hier reinsetzen. Ich bin noch für Maximum. Kann ich hier irgendwo leveln? Ich muss irgendwie leveln können. Das verstehe ich halt nicht. Vielleicht über, über den Ruf oder so? Ach so, ja, aber ich glaube, desto höher der Ruf ist, desto, das verstehe ich halt nicht, oder? Ich habe so viele Punkte frei, aber kann halt... ...die alle gar nicht einsetzen. Nö, ist einfach das gleiche. Rang, Portion, Ziellogs. Ausgaben, Kaserne, das bin ich. Kann ich mich entlassen? Commander Mason, entlassen, nein. Entlassen! Markt, Ausrüstung, Aufträge, Sternkarte, Battletech-Max. Aber das kann man auch nirgendwo. Ich glaube, es ist einfach so. Na gut.
Schrottanteile werden verwendet im Schlachtfelder, bla bla bla. Verbleibende Verhandlungspunkte 2. Na gut. Unterwegs. Was müssen wir machen? Atmosphäre leicht. Unsere leitenden Offiziere wurden angerufen, um Überraschungsangriffe auf den Planeten an der Front zu kümmern. Na gut. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Hier, guck. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Geiler Typ. Ist ja geil, oder? So ich aussehen. Liebe diesen Helm. Oh, wir sind zu schwer. Oh, ich hätte noch einen leichten Mech kaufen sollen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Locus, wo die dann reinkommen. Na gut, dann nicht. Müssen aussetzen. Aber es sind immer noch 100 Dingesbummens. Oh, hier ist ein Oben-Mech zu kaufen. Was? Ein Oben-Mech ist hier zu kaufen, ist aber... so hässlich, den kaufen wir auf jeden Fall. Ohren-Mech? Oben-Mech. Oben-Mech, ja, den will ich haben. Ich weiß nicht, ob du den haben willst. Das ist nur ein 30-Tonner, aber gut. Der Jenner hat doch auch nur... Der hat 35. Oh. Der wird jetzt erstmal repariert. Hä? Wie lange dauert's, bis die... Ich muss mal kurz gucken. Wie lange dauert's, bis der Auftrag nicht mehr gilt? Tagen fällig. Warte. Unterwegs. Mann, wo steht denn hier, wie lange der zählt, der Auftrag? Keine Ahnung. Ach, ich mach einfach hier so 13 Tage. Oh Mann, bei dem ist aber immer noch viel kaputt. Warnung, du bist in einer Konfliktzone. Ach so, nee, boah, scheiße. Wir machen jetzt die Mission. Wir machen jetzt die Mission. Weil, hier reparieren und so ist für den Arsch. Und bereit. Los geht's. Kannst du ihn gerne... Ich meine, klar kannst du den nehmen. Ist ja okay. Kannst du nehmen, was du willst. Dann gebe ich den... Sagen, der Buckethead passt aber dazu, ja? Das ist dein Mac. Er sieht halt genauso aus. Muss man sagen, was der Urban Mac hat. Ich glaube, er hat eine dicke Kanone an der Seite. Wir gucken mal gleich. Sensors online. Weapons online. Ja, ich weiß auch nicht. Ich guck mal gerade, ob es hier Blumen gibt. Das muss unbedingt ausgemacht werden. Nachbearbeitungsqualität, das ist doch... Aber das ist doch gar nicht an. Blattwerk, Effektqualität, Schattenqualität. Das ist nix. Gehen wir jetzt zum rechten Punkt. Destroy all targets. Okay. Destroy all targets! Ich freue mich ja darauf, wenn wir in die Städte kommen. Weil die Nachbearbeitungseffekte aus. Blah. Da sieht man ja nichts. Ach, das war unser Dropship. Ich hab grad schon Schiss. Wie schnell das ist, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass sie so schnell fliegen können. Ohne zermatscht zu werden. Du meinst, ohne in der Atmosphäre direkt den Feuerschub zu geben, von Anfang an? Direkt so, nur noch Brei im Sessel. Ne, einfach in der Atmosphäre verglüht, so. Der hat schon mit den G-Kräften. Hubschrauber. Schießt auf mich. Target destroy. Ich hätte die Raketen aus. Okay, dann bleiben wir erstmal hier ein bisschen stehen, ne? Ja. Oh, es tut mir echt leid. Das ist, ich gucke halt immer nur aufs Fadenkreuz und denke dann nichts Böses und dann schießt ihr einfach in den Rücken mit so einer dicken Kanone. Augen auf. Target destroyed. Denk dran, du musst jetzt nicht direkt, ne, volle Kanne gehen. Ich geh gar nicht volle Kanne. Komm, paar Hubschrauber. Ich schieß schon mal mit den Long-Range-Raketen ins nächste Gebiet.
Oh, was habe ich denn da kaputt gemacht? Alter. Ich glaube, es war ein Generator für Türme. Okay. Ja, die gibt's ja auch. Das vergesse ich schon mal. Ja, ja. Ich mach die schon mal kaputt. Objective down. Ja, ja. Ja, das war ein Turmgenerator. Kill confirmed. Das ist abgesetzt worden. Feuerstarter. Jo. Ich bleib schön oben. Oh ja, ich krieg aufs Maul. Ich komm zu euch. Jetzt geht hinter die Gebäude. Geht durch die Stadt. Kommt er zu mir. Ah, kein Bein. Oh, haben wir gleich. Ah, oh, Flammenwerfer. Alter, guck mal, dass er überhaupt sich noch bewegen kann. Oh, das wird teuer, mich zu reparieren. Warte doch noch. Nicht so eifrig. Es wird teuer, mich zu reparieren. Ich bin der Erste, der reinläuft. Yay! Yay, Lightmag! Hui! Nee, du bist ja kein Lightmag mehr. Ich glaube, du bist ja schon Medium. Oder? Nee, ich bin Light. Ja, genau, danach haben wir nämlich noch ein Ziel. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Target down. Ups, noch zwei Ziele haben wir. Jo. Krass, tatsächlich. Aus dem Weg, Arlene! Ich mag eine Arlene. Ah, guck, jetzt beschützt er mich. Jetzt ist hinüber. Kommen Sie mit. Alter, bleib auf jeden Fall hinter mir. Mindestens. Hubschrauber. Schön. Wir warten mal gerade auf unseren anderen. Ich klicke gerade irgendwo drauf. Ja, oh, hinter uns. Oh, hier haben sich wieder ein paar kleine Panzer eingeschlichen. Hier hinter dir. Du gehst vor. Wir können auf den Hügel da gerade. Da sind sie wieder gespawnt, aber wie lächerlich. Ja. Ja, wir bleiben einfach hinter der Hügelkuppe. Und dieses Spawn ist einfach ziemlich dumm. Aber der ist jetzt gestartet. Panzer links rum. Ist er explodiert? Nee, aber die schießen halt alle auf mich. Ich guck mal über die Hügelkuppe. Haben wir sie jetzt nicht noch? Ach, diese Antennen auf den Dächern sollen wir wegmachen. Jetzt habe ich es kapiert. Oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, ach, das ist eine Schüssel. Ja. Ach, ja. Hinter dem Gebäude. Das Gebäude entfernt.
oben. So, noch einen. Das ist auf jeden Fall mal eine längere Mission, immerhin. Ja, die ist cool. Da kommen zwei Hubschrauber von links oben. Aua. Irgendwas trifft mich in den Rücken. Nee, nee, von vorne wurde es beschossen. Geh rechts rum. Du solltest gar nicht alleine gehen. Bleib bei mir. Ja, ich bin wieder hinter dir. Passt. Oh, ich bin über eine rote Ampel gelaufen. So, jetzt haben wir alle. Okay, bloß weg hier. Ja. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Naja, jetzt kommt nämlich die richtige Verstärkung wahrscheinlich. Was war das denn? Okay. Nicht auf mich! Boah. Ist das unser Dropschiff? Ich hoffe doch. Okay. Ja. Wahrscheinlich. Doch nicht. Doch, guck mal, da ist dein Wappen hinten drauf. Welcome back, Commander. Stand by for extraction. Ich hab nur einen Firestarter weg, ne, als Gegner. Mhm. Ansonsten nur massig Tanks, aber warum nicht? So, jetzt mal Urban-Mac abchecken gleich. Ja, jetzt machen wir den mal fertig. Wir beenden jetzt hier aber gleich erstmal die Runde und dann können wir dann in Ruhe den fitten. Yes. So, jetzt erstmal hier kurz. Okay, nehmen wir die M-Laser mit, die AK. Nehmen wir Long Range mit und nochmal Short Range. Ne, warte. Ein paar M-Laser. Wunderbar. Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Wir machen jetzt den Urban Mac klar. Haut rein. Geil. Ciao. Alter, guck mal, wie der hier aussieht. Guck mal, die ganzen Trefferspuren und so. Ich finde das ja blöd, wenn die einfach nur... Guck mal, deiner ist einfach nur schwarz, aber guck mal, wenn das einfach nur hier so aussieht, guck mal. Guck mal, der Javelin. Alter. Aber ich habe auch die Panzerung an einem Bein komplett verloren. Ja, ich sehe es. Oh, bei mir sieht es aber auch nicht gut aus. Voll ein Wrack. So, Battlemax. Ja, wir sind in der Kriegszone, wir müssen erstmal hier raus. Sternkarten. Wir fliegen jetzt mal nach... Auch eine Kriegszone. Das war nach. Fliegen mal nach. Da. Und? Ja. Okay, Battlemax. Bin ein System, das nicht ausreichend Ressourcen hat, um Max aus... Hä? Oh gut, dann fliegen wir jetzt nochmal zurück zum... Okay, Battle Max.
Also, der... Warte, ich schieb mir jetzt erstmal nach oben, dann siehst du den, okay? So, der müsste jetzt im Hangar stehen. Ja, geil, den will ich. Ich hatte gedacht, wir geben ihm den wenn wir nachher den Tonnentyp geben. Passt der ja noch? Später, aber ich würde ja, den gerne haben. Ja, ich weiß. So, warte, ich mache jetzt mal die Farben.